Alter Falter, ein Auto explodiert während der Fahrt in Berlin, überschlägt sich kreuz und quer und die Polizei fährt einen Radfahrer an und schickt ihm daraufhin eine Rechnung? Was ist denn hier los? Hallo, sexy Ladies and Gentlemen, Nerds, geil, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, die Aufregung war ja gigantisch groß. Ein Auto in Berlin, das während der Fahrt explodiert. Terroranschlag? Fragezeichen. Nein, Ausrufezeichen, so zumindest die Polizei. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Polizei jetzt eingeräumt hat, dass der Mann, der mit dieser Autobombe getötet wurde, der Polizei einschlägig bekannt war. Gewalt, Falschgeld, Drogenschmuggel, das ist ein ganz liebreizendes Kerlchen. Und man mittlerweile angeblich sogar davon ausgehen kann, dass es sich um ein Auftragsattentat eines Mafia-Clans in Berlin handelt, der ein Exempel statuieren wollte. Gut, okay, jetzt könnte man Terror definieren, wie man will. Ich finde sowas auch irgendwo Terror, aber ist ja total scheißegal. Es hat nichts mit dem IS zu tun, wo ja alle erstmal so, huh, zum Glück nicht. Aber mit einem ganz anderen Problem. Berlin hat ein Problem mit Mafia-Clans. Da gibt es hier verschiedenste aus allen Herren Ländern dieser Welt. Die haben allerdings mittlerweile so einen Einfluss, dass ich das Gefühl habe, dass Ermittlungen gegen die immer ganz, ganz schnell im Sand verlaufen. Ich bin gespannt, was diesmal rauskommt, was noch so ermittelt wird. Und apropos rauskommt. Was jetzt rausgekommen ist, betrifft ein Polizeirevier in Sachsen-Anhalt. Und da stellt sich natürlich erstmal die Frage, was tust du so als Polizeirevier als solches, wenn zwei deiner Beamten einen 17-jährigen Schüler mit dem Auto anfahren und zwar so heftig, dass sie ihm beide Beine brechen. Genau. Du willst auf gar keinen Fall, dass das irgendjemand an die große Glocke hängt und du möchtest dich ganz doll entschuldigen und sagen, dass es dir ganz doll leid tut und dass es eigentlich nicht okay war und dass man ja jetzt bestimmt sich irgendwie einigen könnte, so dass das nicht großartig rauskommt und Leute wie meine Wenigkeit darüber reden. Oder du verkackst auf ganzer Linie und du schickst der Familie des Jungen eine Rechnung über knapp 1700 Euro nach Hause, weil bei der Verfolgungsjagd ja das Polizeiauto beschädigt wurde. What the fuck? Der 17-jährige Schüler war abends ohne Licht an seinem Fahrrad unterwegs, sah nach eigenen Aussagen dann das Polizeiauto und hatte so überhaupt keinen Bock auf ein Knöllchen, Strafzettel, Warnung, Gespräch mit Polizisten, was auch immer und fing kräftig an zu radeln. Bei den beiden Herren Polizisten klingte anscheinend alles aus, denn sie nahmen die Verfolgung auf und haben irgendwie nicht mehr ganz mitbekommen, dass sie nicht den Staatsfeind Nummer 1, der ebenfalls in einem Auto unterwegs ist, verfolgen und ihn dadurch abdrängen und rammen können, sondern einen Radfahrer. Haben sich aber gedacht, gut, okay, was bei Autos funktioniert, klappt bei Radfahrern auch. Rein in die hintere Achse. Dabei brachen sie dem Jungen beide Beine. Und dazu war er bis zum Eintreffen sämtlicher Rettungskräfte inklusive der Feuerwehr noch unter dem Polizeiauto eingeklemmt. Also richtig schön. Fahr auch nicht ohne Licht, du Bastard! Ja? Und jetzt noch eine Rechnung nach Hause. Das ist ein harter Fail. Ein harter Fail! Und was ebenfalls ein harter Fail ist und wo sich jemand jetzt ganz besonders doll ärgern dürfte, dass es rausgekommen ist, ist ein weiterer Skandal um Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche, diesmal in Frankreich, wo ein Kardinal, ein hoher geistlicher Würdenträger in seiner Diözese Missbrauchsfälle, die ihm bekannt waren, aktiv vertuscht hat, anstatt sie zur Anzeige zu bringen. Mein Freund, Nächstenliebe heißt auch für dich ganz sicher nicht, kleine Jungen liebhaben, ob sie es wollen oder nicht, und deine Brüder schützen. Die französischen Behörden haben die Ermittlungen bereits eingeleitet und ich kann nur hoffen, dass jemand, der christliche Werte predigt und so eine Scheiße macht, nie wieder in irgendeinem Amt sitzt. Ganz ehrlich, in jedem scheiß Kino kommt diese blöde Werbung, Raubkopieren ist kein Kavaliersdelikt. Manchmal fühle ich mich gezwungen, wie Luther an jede Kirchentür zu hämmern. Hört auf, kleine Kinder zu ficken. Ihr Spasten. This is not what Nächstenliebe meins. My English is very großartig. Für Facebook arbeiten ist, wenn man sich genauer überlegt, gar nicht mal so scheiße, zumindest in Großbritannien. Wenn man nämlich da jetzt gerade mal hinschaut, dann bekommt man einmal mehr mit, dass Facebook ungefähr jedes Mittel recht ist, um Steuern zu sparen. So zum Beispiel auch Unsummen Boni an seine Mitarbeiter auszuzahlen. Über 380 Mitarbeiter in Großbritannien dürfen sich jetzt jeweils über 1,1 Millionen Dollar Bonuszahlungen freuen, die Facebook bis 2018 an sie ausgezahlt haben will. Also ihr dürft das nicht falsch verstehen. Jeder einzelne Mitarbeiter dort bekommt diese 1,1 Millionen Dollar ausgezahlt bis 2018. Und das alles nur, weil Facebook auf keinen Fall zu viele Steuern an Großbritannien zahlen will. Wobei ich mir persönlich jetzt denke,
Es ist schon irgendwie ein feiner Zug. Klar, Mark Zuckerberg ist irgendwie ein Assi. Er zahlt keine Steuern in Staaten mit steuerlich gestützten Sozialsystemen und schwelgt dann wiederum, dass er die Welt besser machen will, weil er will irgendwelche künstlichen Sozialsysteme und Strukturen erschaffen. Aber hey, für die Mitarbeiter, die freuen sich einen Ast. So, Freunde, und jetzt habe ich noch was richtig Geiles für euch. Unfassbar viele Leute kennen die Social Movie Night mittlerweile. Und ebenso unfassbar viele Leute haben sich gewünscht, dass die Social Movie Night endlich mal außerhalb von Berlin stattfindet. Und jetzt, gute Nachricht für alle aus dem Norden. Social Movie Night kommt nach Hamburg. Am 29. März laden unter anderem Robert Hofmann, die Nilam von Darum und ich euch wahnsinnig herzlich dazu ein, mit uns und gut 1000 Leuten The Huntsman and the Ice Queen zu schauen. Das ist der hier. Bist du bereit, Huntsman? Ja. Oh yeah, dazu gibt es dann noch einen Eisthron vor Ort. Wir haben wahnsinnig viel Zeit, können ein bisschen schnacken, Fotos machen, was auch immer ihr wollt. Und dann den Film genießen. Frei Popcorn, freie Getränke, easy, geil. Falls ihr da Bock drauf habt, dann ab mit euch in die Videobeschreibung. Da ist ein Link, da findet ihr alles, was ihr dazu braucht, um mitzumachen, Teilnahmebedingungen, bla 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 bla. Wir drei, ich freue mich wahnsinnig auf euch. Bis dahin, wir sehen uns am 29. März in Hamburg. Macht's gut! Aloha, Freunde, willkommen auf der Endcard. Ihr könnt dem Video gerne ein Däumchen nach oben geben. Das wäre ein Träumchen und ließe mich hochleben. Ist das ein Verb? So, yay, egal. Da findet ihr unseren Gaming-Channel. Checkt den unbedingt mal aus. Dr. Freud kommen mittlerweile 3 bis 4 Videos in der Woche. Das ist ja crazy shit. Hier ist unser Let's Play-Channel, falls ihr zum Beispiel Twitch-Streams verpasst. Und unten in der Videobeschreibung findet ihr ganz viele Links, unter anderem Merchandise und sämtliche Themen und Twitch und alle anderen Kanäle nochmal, die ihr dann anklicken könnt, wenn ihr am Handy oder am Tablet seid. Wie dem auch soll, euch noch einen traumhaften Tag. Wir sehen uns wieder am Freitag. Bis dahin, cheerio, Le Floyd Army. Community High Five in 3, 2, 1, BAM!